Was ist der Zusammenhang zwischen Gamma-Aminobuttersäure und Alkohol? Gamma-Aminobuttersäure und Alkohol haben im menschlichen Körper gegenseitige Funktionen. Die Hauptbeziehung zwischen ihnen ist, dass Alkohol ähnliche Wirkungen wie Gamma-Aminobuttersäure auf das Nervensystem hat. Dies liegt daran, dass Alkohol an dieselben Rezeptoren bindet und diese aktiviert, die das Abfeuern von Neuronen unterdrücken, was die Aktivität im zentralen und peripheren Nervensystem verlangsamt. Bei Alkoholikern hängt die normale Funktion des Neurotransmitters Gamma-Aminobuttersäure von der Anwesenheit von Alkohol im Blutkreislauf ab. Das Akronym Gamma-Aminobuttersäure steht für Gamma-Aminobuttersäure. Es ist der hauptsächliche hemmende Neurotransmitter im Gehirn von Menschen und allen anderen Säugetieren. Wenn Gamma-Aminobuttersäure von einem Neuron in eine Synapse freigesetzt wird, bindet es an Gamma-Aminobuttersäure-Rezeptoren benachbarter Neuronen und verhindert, dass diese Zellen abfeuern, indem sie ihre elektrische Regbarkeit reduzieren. Viele Depressiva, einschließlich Alkohol, können an Gamma-Aminobuttersäure-Rezeptoren binden und die gleiche Hemmreaktion auslösen. Alkohol bindet die Klasse der Gamma-Aminobuttersäure-Rezeptoren, die als Gamma-Aminobuttersäure A bekannt ist. Diese Rezeptoren befinden sich im gesamten Gehirn in verschiedenen Subtypen, wo sie die neuronale Kommunikation durch Hemmung von Signalen zwischen Neuronen moderieren. Gamma-Aminobuttersäure-Neuronen sind für die neurologische Funktion von grundlegender Kontrolle der Atmung und der Gehfähigkeit bis zum Sehen unerlässlich. Wie die meisten Beruhigungsmittel erhöht Alkohol die hemmenden Wirkungen von Gamma-Aminobuttersäure, was erklärt, warum Alkohol die motorischen Fähigkeiten und die Wahrnehmung beeinträchtigt. Gamma-Aminobuttersäure und Alkohol verstärken sich gegenseitig. Gamma-Aminobuttersäure und Alkohol zusammen haben eine größere Wirkung als die gleiche Menge Alkohol oder Gamma-Aminobuttersäure an sich. Wenn er an Gamma-Aminobuttersäure-A-Rezeptoren bindet, erhöht der Alkohol vermutlich die Ionenleitfähigkeit, wodurch das Neuron noch weniger anregbar wird. Alkohol verstärkt auch die Absorption von Gamma-Aminobuttersäure. In Kombination mit anderen Gamma-Aminobuttersäure-Agonisten wie Barbituraten kann Alkohol die beruhigende Wirkung dieser Medikamente verstärken. Glutamat ist der primäre exzitatorische Neurotransmitter im Gehirn und wird von Neuronen verwendet, um die elektrische Kommunikation zwischen Zellen zu induzieren. Sowohl Gamma-Aminobuttersäure als auch Alkohol wirken der Wirkung von Glutamat im Nervensystem entgegen, aber Gamma-Aminobuttersäure verhindert dies indirekt, indem sie das Abfeuern von Zellen verhindert. Alkohol wirkt der Glutamat-Wirkung entgegen, indem er an Glutamat-Rezeptoren bindet, diese aber nicht aktiviert. Es blockiert den Rezeptor, so dass Glutamat nicht daran binden und das Neuron anregen kann. Auf diese Weise verstärkt Alkohol die hemmende Wirkung von Gamma-Aminobuttersäure weiter. Alkoholismus verändert die Beziehung zwischen Gamma-Aminobuttersäure und Alkohol. Gamma-Aminobuttersäure-A-Rezeptoren werden weniger empfindlich gegenüber Alkohol und erfordern zum Reagieren größere Mengen, während Glutamat-Rezeptoren gegenüber noch kleineren Mengen überempfindlich werden. Wenn ein Alkoholiker in die Alkoholismusbehandlung eintritt, kann er oder sie Entzugserscheinungen verspüren, die die verminderte Funktion von alkoholabhängigen Gamma-Aminobuttersäure-Rezeptoren widerspiegeln. Schütteln, Halluzinationen und sogar gewaltsame Anfälle können sich aus einer verminderten Reaktion von Gamma-Aminobuttersäure und hyperaktiven Glutamat-Rezeptoren ergeben.